Interessant. Hier kommen wir auch nicht rein. Okay, dann reden wir halt mal. Willkommen in Humburg. Na endlich. Mhm. So, ein Engel. Was macht ein Engel hier? Das ist ein Bücherregal. Soweit ich weiß, reist hier durch die Welt nicht... Soweit ich weiß, reist ihr durch die Welt, nicht wahr? Auch ich habe vor meiner Ankunft hier in Humburg die Welt bereist. König Ludwig war sehr freundlich und hilfsbereit. Hätte das Schicksal nicht anders über Magdalena bestimmt, so wäre gewiss auch König Ludwig noch hier. Nein, ich habe zu viel gesagt. Solch vergebliches Wunschdenken wird nicht zurückbringen. Wird es nicht zurückbringen. Okay. So. Dann erstmal hier im Rüstungsladen mal nachschauen, was so Schönes gibt. Ein Kleid für unsere... Okay, Licht für uns. Silberpanzer. Silberkükers. Was? 45.000. Okay, 5.000. 45.000. Warum na? Wie kam ich auf 9? Daniel und David. Der Drachenpanzer. Auch 2 Stück. Boah. Heftig. Sturmschild. Und Eisenmaske. Ja. Das heißt, wieder Geld einbringen. Die Kasse ist sehr leer. Dies ist die Burgstadt Humburg. Unser alter König Ludwig war ein sehr kluger Herrscher, wisst ihr. Darum hat er beschlossen, dass wir Humburger alle innerhalb der Burgmauer leben sollten, zum Schutz vor unseren Feinden. Mhm, hier ist die Herberge. Und was erzählst du? Wenn ich groß bin, werde ich Soldat und verteidige Humburg bis zum Letzten. Mein Papa ist Soldat. Soldaten sind klasse. Ja, halte erstmal an deinem Traum fest. Wir waren hier eine lange Zeit ohne König, wisst ihr? Er war fort auf Reisen. Wir haben alle darauf gewartet, dass er zurückkommt. Aber, tja, das ist nie geschehen. Jetzt ist sein Bruder, Prinz Sebastian, unser neuer König. Prinz Sebastian? Bruder? Okay, er hat den Thron vor etlichen Jahren bestiegen. König Sebastian ist jetzt hier. Also mein Onkel. Ne? Das ist doch der Onkel, ne? Ja, der Bruder meines Vaters ist der Onkel. Ha, mein Onkel ist König geworden. Na gut, ist ja der nächste Nachfahren. Ne? So, Fellmütze ist schlecht. Schuppenschild ist auch schlecht. Felsenbaumsplitter. Boah, kostet sehr viel. Nein, ich habe alles. Du hast für mich aber einen Weisheitssack umsonst. Und das war's. So. Rüstung, aber gibt es hier auch einen Waffenladen? Ja, weiter hinten. Okay. Lass mal natürlich hier umschauen, Tombola-Ticket. Okay. König Ludwig tot. Ha, das glaube ich nicht. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine kühnste Gestalt stolz und aufrecht vor mir stehen. Wie kann der da tot sein, hä? Weil er tot ist. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Er wurde hintergangen von diesen Monstern erpresst.
Ich möchte König Ludwig viel lieber als seinen Bruder Sebastian, um ehrlich zu sein. König Ludwig hatte Weitsicht. Er hatte Träume. Beide waren wir jetzt nie mehr erfahren. Mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Leider werden wir jetzt nie mehr erfahren, was für Träume, aber er hatte welche und das zählt. Und nur das zählt. Soll das heißen, dass König Sebastian keine Träume hat? Er scheint ja nicht so gerade so beliebt zu sein, was? Komm, am besten reden wir mit so vielen Leuten wie möglich. Vielleicht treffen wir jemanden, der sich an dich erinnert. Ja, an Sancho. Ich suche auch schon nach Sancho. Aber irgendwie finde ich den nicht. Aha. Okay, du bist auch nicht Sancho. König Ludwig, der frühere König, trug mir auf, das legendäre Schloss eines Ortes namens Cynthia zu erforschen. Aber nun, da seine Majestät nicht mehr da ist, weiß ich nicht, ob es überhaupt einen Zweck hat, meine Forschung fortzusetzen. Nein, ich wollte eigentlich... Warum wohl König Ludwig Cynthia erforschen lassen wollte? Wenn wir das wüssten, dann könnten wir mit dem Ergebnis vielleicht etwas anfangen. Du hast nicht ganz Unrecht. Aber wir kennen Cynthia schon. Wir können auch den Drachen. Ein Stärkesamen. Und eine Mini-Medaille. Und ein TNT-Ticket. Davon haben wir jetzt so viele kennengelernt. So viele gesehen. So, was ist mit euch beiden? Heute war Herr Sancho schon wieder nicht da. Ich frage mich, was da los ist. Er kam doch jeden Tag zur Kirche, um zu beten. Herr Sancho wird ja auch nicht mehr dümmer. Nein, falscher Knopf. Wo fangen wir am besten mit der Suche nach diesem Sancho an? Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir haben ja noch draußen noch eine... noch ein... Wie heißt gleich? Warte mal, wo ist denn hier die Waffenkammer? Ist die draußen? Ich glaube. Wir haben noch hier noch draußen noch ein... Haus. Vielleicht ist er hier. Ja! Oh, ihr habt offenbar Besuch? Dann werde ich mal gehen. Da ist er ja. Hola, kenn ich euch, Senior? No? Ihr seid... Nein, das ist nicht möglich. Chico, bist du es? Bist du etwa mein Dorono? Si, ich wusste es. Du bist es, Chico. Du bist am Leben. Dies ist, dich noch einmal sehen würde. Lass mich dein Gesicht sehen, Chico. Sie, gönnst dir Papa. Du bist jetzt ein erster Mann. Ein starker Macho-Mann. Und sag mir, wer ist diese liebliche junge Senorita? Ich bin Nera. Freut mich sehr, euch kennenzulernen. Oh, cool. Ihr seid. Du bist Dorunas Frau? Ich kann es kaum glauben. Meine kleine Chico, er ist verheiratet. Ich dachte, es werde dies nie wiedersehen. Und nun bist du da. Du hast eine hübsche Ehefrau. Das ist zu viel. Oh je, bitte weint doch nicht. Du musst Prinz Sebastian unverzüglich wissen lassen, dass du wieder da bist. Vielleicht weißt du es ja schon. Aber dein Papa, er war der König von dieses Reichs. Chico. Der größte König von Humburg. Aber jetzt ist sein Bruder König Sebastian König von dieser Reich.
Komm, Chico, iss die Zeige. Wie soll man Spanisch einen Akzent machen? Französisch kann ich ja, ist ja nur... Also, aber Spanisch? Spanischer Akzent? Naja, tut mir leid, vielleicht verhau ich ihn auch gerade. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren Onkel kennenzulernen. Servus, Sancho, kann ich euch helfen? Ich muss sehen den König, Rapido. Ich muss ihm etwas Wichtiges mitteilen. Zu Befehl, Herr Sancho. Alle Könige sehen irgendwie gleich aus, kann das sein? Wäre cooler gewesen, wenn Ludwig hier wäre, weil er sieht ja ganz anders aus. Na, Sancho, alter Freund, ihr seht hier ganz begeistert aus. Ihr habt wohl gute Nachrichten. Sie, Senior, wundervolle Nachrichten. Das hier ist... Grundgütige, Ludwigs Sohn, sagt ihr, Drone ist noch am Leben? Aber ja, du bist es. Doroma, diese Augen, genau wie die Frau Mama. Na, wer hätte das gedacht? Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass aus dem brüllenden Putzkerl so ein gestandener junger Bursche werden wird. Aber was rede ich denn da? Ich hab ja nicht mal vorgestellt, nicht wahr? Ich bin der Onkel Sebastian. Ludwig, mein Vater, war mein älterer Bruder. Und wer ist die frische junge Frau an deiner Seite? Ich freue mich, euch kennenzulernen, Eure Majestät. Ich bin Neras, Bumm. Und sie ist wieder hingefallen. Hoppala. Ist alles in Ordnung, gnädigste? Nero. Ich glaube es nicht. Göttin der Sardung, Nira ist wieder zu sich gekommen. Ich weiß nicht, was sie in sie gefahren ist und ihren Zustand zu reisen. Sie sagte, sie sei unterwegs nach. Sie sei unterwegs in Busolingen einmal zusammengebrochen. Und was, wenn es zum Schlimmsten gekommen wäre? Es ist etwas ernster, Schwester. Ist sie krank? Krank? So würde ich es nicht nennen. Nicht etwas so Schönes wie ihren Zustand. Cool. Glückwunsch, Hund. Bald werdet ihr Vater. Was? Freut euch schon? Was? Ich werde Vater. Seit wann und wie und wo? Wo haben wir es denn bitte gemacht? Nein, ich glaube es nicht. Natürlich. Ja, eure Frau ist in guter Hoffnung. Es fehlt gar nichts. Sie braucht nur Ruhe. Noch kaum etwas zu sehen. Aber nach dem, was sie mir erzählt hat, ist sie bereits echt weit. In welchem Monat? Wann? Wo? Wie? Wir waren doch auf Abenteuerreisen. War das Public Free oder wie war das? In der Herberg, irgendeine Herberg. Das ist ja höllisch. Ein Baby, das Baby von meiner Chico, du und Nera. Sieh, das wird ein wunderhübsches Kind. Nun, ich lasse euch ganz allein. Passt auf euch auf. Und denkt daran, dass eure Frau jetzt guter Hoffnung ist. Ich glaube es nicht. Sie ist schwanger und sagt mir nix. Ich glaube es nicht. Okay, ich gehe weg. Ich hau ab. So, was kriegen wir denn hier? Eine Minimedaille. Das kannst du ja sonst wohin schieben. Was will ich denn mit einer Minimedaille? Okay. So, Schätzchen. Es tut mir so leid, Rune. Ich weiß, ich hätte es dir sagen müssen, aber
Ich kenne dich. Du bist so lieb und rücksichtsvoll. Hätte ich gedacht, dann hättest du deine Suche aufgegeben. Und ich weiß, wie viel es sie dir bedeutet. Aber jetzt werde ich dir nichts mehr. Jetzt werde ich nichts mehr riskieren. Ich weiß, ich kann nicht weiter mit dir herumreisen. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass du das wundervolle, gesunde Baby bekommst, das du verdienst. Was wäre, wenn ich jetzt Bianca oder diese Deborah geheiratet hätte? Wäre das genau das gleiche gewesen? Auch ein Kind? Mit Deborah? Mit Bianca kann man das dir mal vorstellen, aber mit der hitzköpfigen Deborah, die eingebildet? Oh nein. Ich bin froh, dass wir nur eine Auswahl zwischen Nera und Bianca gemacht haben. Und haben Nera geheiratet. Passt ja. Ich liebe dich, Daruna. Ja, ich liebe dich auch, Nera. So. Herzlichen Glückwunsch, Chico. Dies dachte, du wärst tot. Aber jetzt bist du wieder da und hast mir eine hübsche Frau mitgebracht und jetzt auch noch ein wunderschönes Bebé. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Ich fang an zu heulen. Ein Spitzenbrusttier. Und ein Stein des Überlebens. Okay. Jetzt sind wir im Gemach, ne? Okay. Was ist das? Das sind ja wundervolle, wunderbare Neuigkeiten. Einen Glückwunsch. Ich weiß, der König ist ein sehr gütiger Mann, aber er würde nicht jeden dahergelaufenen bei sich aufnehmen. Ihr müsst jemand ganz besonders sein. Ja, ich bin der Sohn von König Ludwig, also bin ich der Prinz Doruno. Ja? Ich bin was Besonderes. Das kann man loben. Es gefreut mich, dass es nichts war, worüber man sich Sorgen machen müsste. Seine Majestät wartet unten auf euch. Aber warum? Wenn man schwanger ist, wieso bricht man zusammen? Das verstehe ich nicht. Wieso haben sie das nicht in Wu-Solingen schon mitbekommen, dass sie schwanger ist? Oder sie hat gesagt, dass die Leute nichts sagen sollen. Das kann's auch sein. Bitte geht einfach durch. Okay, ich will jetzt erstmal mit meinem Onkel reden. Okay, ich wollte mich ein bisschen umschauen. Meinen allerherzlichen Glückwunsch, Bursche. Der Pinguin hat mir schon gesagt. Ich werde mit dir gern etwas besprechen. Komm mal hier rüber, Drohne. Die Sache ist die, Drohne. Ich habe beschlossen, die Zügel an dich zu übergeben. Und habe genug von der ganzen Regiererei. Ich kann jetzt nicht König werden. Ich habe noch einen Auftrag zu erfüllen. Eure Majestät, traditionsgemäß solltet ihr derartige Angelegenheiten doch zunächst mit euren Kanzler diskutieren, oder nicht? Immer mit der Ruhe, Konrad. Ich will euch doch nicht zickieren. Es ist doch ganz logisch. Ich meine, ich hab's versucht, war ganz klar und. Aber Glanz und Gloria sind doch nicht ganz meine Welt, nicht wahr? Jetzt, da der Sohn meines Bruders umgekehrt ist, wäre es recht von mir, ihm den Thron nicht zu übergeben. Ganz wie es beliebt, gnädigster Herr. Natürlich wäre da noch die Geschichte mit den Matura-Höhlen. Da sollte doch jeder hoffnungsfrohe Königsanwärter seine Prüfung ablegen. Och, bitteschön, Konrad. Da wimmelt's inzwischen doch von Monstern. Es ist nicht mehr wie früher. Die Zeiten haben sich geändert, wisst ihr? Sehr wohl, gnädigster Herr. Aber dennoch ist nun mal Tradition. Nun einmal Tradition, gnädigster Herr, nicht wahr? Ja, da werdet ihr wohl recht haben. Doruno, hast du verstanden, worum es hier ging? Wenn nach mir ginge, ich tät einfach sagen,
Was? Wenn es nach mir ginge, ich tät einfach sagen, seht, liebe Leute, das hier ist euer Neukönig von Homburg. Aber ich fürchte, du musst zu den sogenannten Matura-Höhlen gehen und dort die königlichen Insignien holen. Ist halt Tradition, verstehst? Um zu zeigen, dass du deiner Aufgabe gewachsen bist oder dergleichen. Und dann kann ich dir den Thron überlassen. Die Matura-Höhlen befinden sich im Wald östlich von der Burg. Aber heute bist du sicherlich fix und fertig. Du solltest dich besser ausruhen und dich gleich morgen früh auf den Weg machen.